Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Part meines neuen Let's Plays. Und zwar handelt es sich hierbei natürlich um Worms Ultimate Mayhem. Ja, eine Mischung zwischen Worms 4 Mayhem und Worms 3D. Und ich will in diesem Let's Play beide Geschichten durchspielen. Erstmal die Worms 4 Kampagne, damit ich ein paar Levels noch für Multiplayer freischalte, damit ich hier ein bisschen mehr Abwechslung habe, falls ich den mal spiele. Und ja, wir machen das Ganze mit der Weihnachtsgang. Ich habe die vorher schon gehabt, habe aber mein Profil löschen müssen, damit wir die Story nochmal von vorne spielen können. Und ich habe die erste Mission gemacht, also nicht so schlimm. Ist eigentlich blind, weil ich vor 5 Jahren oder so bei Worms 4 Mayhem die Kampagne, ich weiß auch nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber er steht auf jeden Fall blind darüber, obwohl ich jetzt die erste Mission und die zweite und die dritte vielleicht auch noch kenne, aber das mehr dann auch nicht. Und da beginnt auch gleich die Story, genau, das hat sie nämlich nicht abgespielt und deshalb habe ich neu starten müssen. Also viel Spaß bei dem Film. Yes, come in, class. Take your seats, please. Okay, class, in a change from our scheduled lesson, we are going on a field trip. We are going to closely inspect some of the new developments that the enemy has under construction. All right, pay attention, and make sure you take some notes. Now. We are going to venture deep into enemy territory and inspect their new technologies and weapons. The area is hostile, and will be overrun with enemies. Like this one! Oh, no. Not like that. Like this one! Yes, that's better. Do not be afraid, though, if we are approached by any enemies. Bang, bang, bang! We deal with them, okay? Ah, yes! And one more matter of importance. We must not fail. No, no! Failure will shatter my reputation. Okay? And I will make sure that does not happen. Understood? Yes. Good. Now, regiment dismissed! Oops! I mean, class dismissed! Ah ja, gut. Ja, so beginnt das Ganze hier und okay, klasse, Aufgabe Nummer 1, der Feind will bald sein kürzlich gebautes Wurmlokal eröffnen, in dem seine Armeen verköstigt werden. Durchkreuzen wir seinen Plan und sehen zu, wie gut seine Armee mit leerem Magen marschiert, okay? Gut, machen wir. Innerhalb von 2 Minuten, weiß ich nicht, das ist jetzt noch nicht so wichtig, ich mache jetzt nicht die ganze Zeit Boni hier. Voriges Essen heißt diese Mission. Ich habe jetzt schnell mal vorlesen müssen, bevor das wegscrollt hier. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze, die erste Mission einfach nochmal an. Das Ganze, erstmal die erste Mission, da reicht es schon mal. Jeden Part eine Mission, hätte ich gesagt. Und ja, von mir aus kann es losgehen. The Eat Me Diner. 2 days until opening. Who's in the kitchen? I am. I'm testing the lighting. Let me know if the light comes on in there. Will do. Right, here goes. Ouch! Anything? No, can't see a thing. Hang on, I've got a match. I'll see what the problem is. What's this? Hey, who ordered the TNT fuse? TNT fuse? Oh, that's nice. The fuse sparkles when it's lit. There's some TNT in it too. Oh, nuts. Tja, das war mal ein gemütliches Lokal. Jetzt ist es nur noch ein zerstörtes gemütliches Lokal. TNT, eh? We should use this to our advantage. Destroy the TNT. And the diner and the worms should go with it. Come on, let's wreck this joint. Ja, fangen wir an. Los geht's mit unserer ersten Mission. Hier kommt Weihnachtsmann. Ja, ich hatte Weihnachtsmannbart.
Den habe ich aber jetzt nicht mehr. Hier haben wir noch Nikolaus Knecht Ruprecht und den Bart Pitt. Ja, der sollte jetzt eigentlich einen Bart haben, aber also, daraus wurde jetzt bis jetzt leider nicht. Ich will noch Steuerung, die Kamera. Wie heißt das? Ja, sehen wir gleich. Invertiert, genau. Invertiert soll es nicht sein, genau. Ist es aber. Hallo? Oder wenn ich runtergehe, geht es nach oben. Was ist denn das jetzt? X oder Y? Ich glaube eigentlich Y. Schauen wir mal, wenn wir es invertieren. Wenn wir nach oben schauen, schauen wir nach oben. Genau, so habe ich es immer. So habe ich das lieber. Gut, hier gibt es ja auch irgendwie versteckte Sachen. Da auf der Seite müsste irgendwo eins sein. Das habe ich immer das einfach noch irgendwie gemerkt. Aber wir müssen jetzt mal die TNTs zum Zünden bringen. Und das bedeutet, wir müssen hier, das weiß ich auch noch, einfach nur drauf schießen. So einfach geht das. Einfach nur das Restaurant zerstören. Mit dieser coolen Hintergrundmusik dazu. Ist doch schön. Und nebenbei können wir tatsächlich die Würmer auch noch besiegen. Zum Beispiel Sparky haben wir hier. Haben wir die Schrotflinte, können wir zweimal schießen. Und deshalb nehme ich die jetzt erstmal. Und schaue, was für Zerstörung ich hier schon mal anrichten kann. Ja, das geht. Kann man mitleben. Wir können uns jetzt nicht mehr bewegen. Ist auch egal. Plumdi haben wir hier. Der hat es jetzt leider in den Himmel katapultiert. Tut das nicht weh? Nein, tut es nicht. Gut. Super. Hauptsache im Multiplayer, wenn ich ihn so runterspringe, werde ich gleich verletzt, ne? Ach ja, sind die Typen mit den Granaten. Die aber zum Glück jetzt noch nicht gut treffen. Ja, bei den. Kann mich an irgendeine schwere Mission erinnern, die ich mal gehabt habe. Die so, kommt so ziemlich zum Schluss. Irgendwie wird gegen Dinosaurier oder so. Und die treffen immer ganz genau mit den Granaten und schießen dich ins Wasser und was weiß ich was. Okay, da haben wir das erste Mal daneben geschossen. Oh yeah, kommen wir vor wie in einem Cartoon. Hier. So, 74 Schaden, das ist doch toll. Weihnachtsgang hat noch komplettes Leben. Chippy von den Tradesmen lebt hier noch. Und wirft wieder mal eine Granate und die sitzt perfekt. Oh Mann, 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 Mann. Mann, 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 Weihnachtsmann, ist alles in Ordnung mit dir. 55 Schaden, ich versuche das hier irgendwie so anders zu kommentieren, dass es ein bisschen spannender wirkt. Wieso, dass es so irgendwie so eine Fernsehshow ist und wir müssen da irgendwie die Tradesmen besiegen. Hier Chippy haben wir hier noch. Mit dem hetzen wir jetzt einmal ein Schaf an den Hals oder wo auch immer hin. Ja, das machen wir einfach hier jetzt so und schießen direkt auf Chippy mit dem Schaf, das jetzt in die Luft fliegt und ihn mit in den Tod zieht. Wo ist er? Er ist sowieso schon weg. Ich sehe ihn nicht. Ah da. Er sitzt auf der Jukebox, die jetzt weg ist, aber man hört noch immer etwas. Und das war's aber noch nicht. Wir haben jetzt Knecht Ruprecht. Der vorige war Bart Pitt. Zeit von Bart Pitt ist gekommen. Das ist natürlich eine Anlehnung an Bart Simpson, wer es nicht kennt. Brad Pitt natürlich, ich wollte das irgendwie so. Naja, egal. So, hier oben müssten wir noch TNT haben, genau. Sehen wir hier von hier aus. Perfekt. Hier stellen wir uns auf dieses kaputte Stück. Stellen wir uns nicht. Wir stellen uns einfach hier hin und dann schauen wir hier, was wir mit einer Bazooka noch anrichten können. Ich hatte das Zielen ein bisschen geübt. Ich hoffe, ich kann es noch immer. Und treffe hier das TNT perfekt. Mal schauen. Ja, nein. Perfekt weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall gesessen. The diner is destroyed and the enemy beaten. Success. Oh yeah. Würde ich auch sagen, das war ein voller Erfolg. Diese Mission. Voriges Essen. Mission erfolgreich beendet. Glückwunsch, du hast den Level 3 Minuten 39 Sekunden erfolgreich beendet. Die vorgegebene Zeit war leider 2 Minuten, das haben wir nicht so ganz hinbekommen. Bereite dich auf das nächste Kapitel der spannenden Story vor. 30 Münzen haben wir als Belohnung erhalten.
Und wir sollen nicht vergessen, im Shop vorbeizuschauen und neue Sachen könnten dort nämlich verfügbar sein. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir kommen einfach, das Buch schlagt sich wieder auf und wir können auf Kapitel 2 gehen. Dann machen wir das im nächsten Part. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Hoffentlich gefällt es euch dieses Let's Play. Ich werde es versuchen, also spannend zu gestalten und erstmal die Worms for Mayhem Missionen zu beenden. Das war der erste Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Seid dabei bei Gemeine Brückendiebe GmbH und Co. KG beim zweiten Kapitel. Bis dahin, macht's gut, euer Marc. Tschüss.